Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oder guten Nachmittag. Oder guten Morgen, falls du das live hier morgen früh erst entdeckst. Wann auch immer. Ich würde mal gern mit dir darüber sprechen, warum es so hilfreich ist, wirklich deinen Seelenplan zu erkennen, zu entdecken, die Klarheit zu haben, zum wahren Grund deines Daseins hier, weil ich vermute mal, du stellst ja schon länger die Fragen oder beschäftigst dich schon länger mit den Fragen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Ganze hier überhaupt auf der Erde? Warum bin ich wirklich hier? Was ist meine Lebensaufgabe hier? Was auch immer. Das sind ja alles Fragen, die ich mir früher auch mal gestellt habe, als ich noch genauso wie du auf der Suche war. Ja, diese Sinnfragen des Lebens. In meiner Welt inzwischen ist das der Seelenplan. Weil in meiner Welt, schau mal, jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle. Bei mir, in meinem Sprachjargon, ist das so die Quelle allen Seins. Jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle, ist auf dem gleichen Weg irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt, auf welchem Weg auch immer, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Und jeder von uns hat auch so einen unsichtbaren Rucksack mitgebracht. Einen unsichtbaren Rucksack, in dem ja, so der Seelenplan drin versteckt ist. Man hat uns das nur nie beigebracht in unserem jetzigen System. Da ging es ja darum, dass man so das Schulsystem durchläuft, dass man anschließend eine Ausbildung macht oder ein Studium des Studierens willens oder was auch immer, um sich dann irgendwie mit dem Leben zu arrangieren. Ja, also um sich einen Beruf auszusuchen, wo man so halbwegs dann auch sagt, okay, ist jetzt nicht das, wo ich morgens voller Freude, hellwach, topfit und voll guter Energie aus dem Bett hüpfe, aber okay, kann ich mich mit anfreunden. Also so war das bei mir. Deshalb bin ich im öffentlichen Dienst gelandet, weil ich mir einfach etwas gesucht habe, wo ich gedacht habe, da habe ich ein sicheres Einkommen, da kann mir nichts passieren, alles in trockenen Tüchern. Bei mir war es halt nur so, dass ich mich wirklich zunehmend fehl am Platz gefühlt habe, die erste Zeit stolz auf die Stelle war, aber dann einfach immer mehr gemerkt habe, nee, das ist nicht mehr das, was ich wirklich so bis zur Rente machen möchte. Und habe dann nach 30 Jahren tatsächlich freiwillig gekündigt. Aber nicht einfach so, auch nicht einfach ins kalte Wasser gesprungen, sondern ich habe mir vorher wirklich ja, die Klarheit verschafft, was ist denn mein Seelenplan? Was entspricht denn meiner Mission hier? Warum bin ich denn wirklich hier? Also wirklich mir Antworten auf die Fragen erlaubt zum Grund meines Daseins hier. Und das war der Beginn von allem anderen. So ist letzten Endes ja auch die Akademie entstanden, wo ich einfach Menschen wie dich dabei begleite, schon seit vielen Jahren den Seelenplan zu entdecken, die wahre Mission zu erkennen, daraus den Seelenberuf zu kreieren, um dann sich wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben auch zu kreieren. Und zwar so, wie es der eigenen Seele, dem eigenen Plan entspricht und dann ist das natürlich auch verbunden mit der Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist eine ganz zentrale Frage, die du dir auch stellen darfst. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Weil dahinter verbergen sich große Teile deines Seelenplans. Du bist vermutlich auch jemand, die ganz vielseitig interessiert ist, die auch schon ganz vielen Menschen in irgendwelchen Bereichen auch schon geholfen hat. Du bist vermutlich auch jemand, die ganz oft auch um Hilfe gefragt wird, in welchen Bereichen auch immer. Ich muss mir jetzt mal was zum Trinken holen. Gerade. Entschuldigung, ein Frosch im Hals. So, that's live. Aber bevor ich hier weiter rumhüstel, machen wir das doch so. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Du bist jemand, die ja gerne anderen Menschen hilft, gerne auch für andere da ist. Oder das muss nicht unbedingt Menschen sein, aber du hast so eine Ahnung, dass irgendwie in deinem Leben mehr möglich sein muss als das, was du bis eben lebst, ja? Und dahinter, inklusive deiner bisherigen Lebenserfahrung, inklusive der Erfahrungen, die du also bislang im Leben gemacht hast, dahinter verbirgt sich im Grunde genommen dein Seelenplan.
Ich habe das früher versucht, so den wahren Sinn meines Daseins auch herauszufinden, indem ich Seminare besucht habe, indem ich Bücher gelesen habe. Zu meiner Zeit ist ja jetzt schon ganz lange her, als ich mich auf diesen Weg gemacht habe, sind ja schon 20 Jahre inzwischen her, wo ich auch in dem Bereich selbstständig bin, nebenbei viele Jahre zu meinem Job im öffentlichen Dienst, bis ich dann 2016 kündigte und dann komplett durchgestartet bin. So ist ja auch dann letzten Endes die Akademie entstanden. Ja, Kurse besucht, Bücher gelesen, mir da Impulse geholt, und. Und ich kann dir sagen, das Einzige, was bei mir wirklich etwas gebracht hat, war, als ich mir erlaubt habe, wirklich eine Unterstützung von jemandem zu holen, die damals schon dort war, wo ich hin wollte. Und das hat bei mir wirklich alles verändert. Diese Klarheit zu haben, das entspricht meiner Seelenessenz und damit mir mein freies Leben zu gestalten, und zwar nicht nur für mich, sondern für die Familie. Wenn du Familie hast, wenn du einen Partner hast, wenn du Kinder hast, egal ob die noch klein sind oder ob die ja schon erwachsen sind. Ich gehe mal von aus, genauso wie ich, hättest du deine Liebsten gerne mit im Boot, ja? Und was bei mir wirklich alles verändert hat, war diese Klarheit, und letzten Endes war das einfach, die Klarheit zu bekommen für mich, ja, einfach schon, aber dann den Weg auch tatsächlich zu gehen, dem Ruf der Seele zu folgen, damals meinen Seelenberuf daraus zu kreieren, das war nicht die einfachste Challenge für mich, weil da kamen natürlich auch Verlustängste auf, auch dahingehend, verliere ich die Family. Was ist, wenn die jetzt den Weg nicht mit mir gehen, wenn ich irgendwo alleine auf der Welt unterwegs bin, weil ich habe von so einem freien Leben geträumt damals, ja, mich dort aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt, und wer von der Family mit dabei ist, mein Mann sowieso, aber die Kinder natürlich auch, wer mit dabei sein möchte, darf da gerne mit dabei sein, ja. Und da kamen einfach natürlich auch Ängste auf, weil das waren ja, rückblickend gesehen, damals auch für mich, verrückte Ideen, weil mein Kopf rebelliert hat, wie sollte das funktionieren. Auf der einen Seite war klar, ich will meinem Herzen folgen, ich will dem Plan meiner Seele auch folgen und auch Menschen wie dich dabei begleiten, auch die Klarheit zur eigenen Mission, zum Seelenplan zu entdecken. Nur die Muster, die auch in mir ja mal verborgen waren, wie soll das funktionieren? Funktioniert das dann auch finanziell? Kann ich mein Leben wirklich ganz frei gestalten? Darf ich mir das erlauben? Und so die Liebe zu sich selbst, also wirklich so mit sich ins Reine zu kommen, dass man auch ganz klar weiß, das ist der Weg und den gehe ich, und auch das Vertrauen ins Leben, so dieses Urvertrauen nochmal zu erwecken, das ja in jedem von uns auch mal angelegt ist, das Urvertrauen ins Leben. Das haben wir nur aufgrund verschiedener Gegebenheiten im Laufe der Jahre auch verloren. Sich das wieder zurückzuerobern und wirklich zu vertrauen, zu wissen, je mehr ich meinem Herzen folge, je mehr ich den Plan meiner Seele entdecke und erkenne und dem Ruf auch meiner Seele folge, umso mehr Türe und Tore öffnen sich. So, was machst du jetzt mit dieser Information? Du kannst dir die Frage stellen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Schau gerne auch mal, wo du schon vermutlich wie so ein Helfersyndrom vielen Menschen auch schon beigeholfen hast. Was zieht sich da wie so ein roter Faden durch dein Leben? Wo wirst du immer wieder gefragt nach Hilfestellung? Und das sind unter anderem Anteile von dir, die dich ausmachen, die auch zu deinem Seelenplan gehören. Und wenn es dir vielleicht auch so geht im Hinblick, ja, du träumst zwar davon, dass mehr in deinem Leben möglich sein muss, als das, was du bis eben lebst, hast aber schon gar nicht mehr so den Mut, dir große Ziele zu stecken,
weil du dir schon oft Ziele gesteckt hast und du hast sie nicht erreicht. Oder vielleicht sind auch schon so viele Schleier über dich gelegt, dass du dir schon gar nicht mehr traust, große Ziele zu stecken oder in die Richtung zu denken. Dann stell dir einfach mal die Frage, weil das hat mir auch mal geholfen, was möchte ich denn in diesem Leben hier noch erfahren? Wenn alles für mich möglich wäre, was möchte ich denn in diesem Leben hier alles noch erfahren? Das sind alles so Puzzleteile, die zusammengefügt werden dürfen, die dich deinem Seelenplan näher bringen. Das mal hier so als Tipp für heute. Und wenn du da mal näher hinschauen möchtest oder dir vielleicht sogar, wenn du meine vorhergehenden Lives hier angeschaut hast, dir den einen VIP-Platz noch gönnen möchtest, der frei ist, wo wir gemeinsam ein Jahr uns auf die Reise zu deinem freien Leben begeben, wo ich dich da abhole, wo du jetzt stehst. Und das ist online und offline. Wir werden offline starten im Oktober, und zwar in Dubai. Die Reise geht offline weiter nach Bali, nach Zypern. Du kommst also auch zu mir nach Zypern. Und dann treffen wir uns nochmal auf unserer Basis in Dubai, in genau einem Jahr, wo du zurückblicken wirst auf dein Leben mit einem Teleskop, weil da werden so viele wundersame Dinge geschehen. Nicht nur, dass du deinen Seelenplan dann natürlich auch entdeckt hast und auch lebst, auch deinen Seelenberuf daraus kreiert hast, sondern dein Herzensbusiness wird dann auch am Start sein. Und ja, ganz großartige Dinge werden wir da gemeinsam in 12 Monaten entstehen lassen. Also, wenn es da kribbelt, ich poste dir hier unter das Video irgendwo in der Nähe meine E-Mail-Anschrift, schreib da rein, Betreff VIP und schreib auch gerne deine Telefonnummer bitte mit dazu, damit wir einfach am Telefon mal sprechen können, ob das auch wirklich das Richtige für dich ist, so eine Jahresbegleitung, und können dann über Details sprechen. Und dann würde ich aber auch gerne mich mit dir auf Zoom treffen, wo wir da wirklich uns mal dann auch persönlich kennenlernen und dann final wirklich mal über die Details sprechen zu dieser Jahresreise in dein freies Leben und dann schauen, ob du diejenige dann bist, die sich diesen VIP-Platz auch ergattert. In diesem Sinne, sonnige Grüße und ich hoffe, bis am Telefon, dass wir miteinander sprechen. Wenn es kribbelt, wie gesagt, schreib mir eine Mail. Und dann sprechen wir. In diesem Sinne. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.